Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Eukalyptus-Freunde. Wir sind wieder zurück auf der Insel der Freude. Und es sind gefühlte 40 Grad draußen und ich weiß gerade nicht mal mehr, ob ich Männchen oder Weibchen bin. Aber wir gucken jetzt, dass wir hier unseren Park wieder geregelt kriegen. Warum auch nicht? Wenn man schon die einfachsten Dinge nicht hinkriegt, ist eine komplexe Parkverwaltung eigentlich doch genau das Richtige. Was hatten wir denn hier für ein Quatsch? Irgendwas war doch hier jetzt. Stopp. Lang. Oh Gott, ich sollte lieber ausmachen. Okay, da haben wir was dazu gekriegt. Den haben wir dazu gekriegt. Also das Aviarium, das können wir ja auch noch alles. Oh Gott. Ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wir sollen einen Parasaurolophus freilassen mit einer Modifikation Savannenskin. Und einen Mayasaurus mit Savannenskin. Als ob ich jetzt noch so von irgendwas hier gerade einen Plan hätte. Da ist der T-Rex, das ist der Baryonyx. Okay, das. Soweit sind wir schon mal klar. Leben, Futterbeute, was? Du warst der Raptor, gell? Ja, ist klar. Angesichts dessen, dass der hier ja sowieso so tiefenentspannt ist mit dem Ganzen, würde ich sagen, diese Savannendinger, also hier die zwei, die können wir auch hier ausbrüten. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir ein Para überhaupt schon haben. Natürlich nicht, aber ein Mayasaurus haben wir. Zu wie viel pro 74? Das ist nicht wirklich viel. Savannenskin war das, ne? Habe ich den? Ich habe den Savannenskin hier, Gott sei Dank. Lebensfähigkeit minus 5%. Ja, das sollte aber hingehen. Ganz im Ernst, ja, das lasse ich so stehen, das ist okay. Keep racing. So, dann lass mal kurz gucken wegen der Expedition. Parasaurolophus. Ja, ist auch so ein... Moment! Der muss aber erforscht sein. Der hat 44 Prozent. Was ist hier los? What? Einverstanden. Wie kommt denn der da raus? Halt! Stopp! Das gibt bestimmt eine Narbe, aber wie kommt der da raus? Wo kommt der her? Why? Was ist denn hier passiert? Wie kommst du denn hier raus? Ist hier irgendwas auf? Nee. Ja, so sehe ich das auch. Diese Herausforderung sieht interessant. Nein, geh jetzt mal weg. Ich habe gerade keine Zeit für dein Spürkes. Bitte begeben Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit zum nächsten Schutzraum. Wie kommt der da raus? Was ist denn hier passiert? Also offen habe ich jetzt zumindest mal nichts gesehen. Styracosaurus, ihr seid doch hier drin, oder nicht? Ja. Ich sehe aber auch nicht, dass hier irgendwie ein Zaun kaputt wäre oder so. Da ist alles safe. Da ist alles okay, da ist alles tutti. Ich weiß nicht, wie der da rausgekommen ist. Diese für alle Beteiligten hochbelastende Situation sollte man mal im Auge behalten. Ja gut, da können wir hier eigentlich aber auch wieder alles und so. Ja, ich entschuldige mich, wenn ich auch nicht weiß, wie das da passieren kann, aber tut mir leid. Geborgenheit 31. Was? Wo rennt der jetzt hin? Der rennt doch jetzt.
Ne, ich war der festen Überzeugung, der rennt jetzt tatsächlich irgendwo an den Zaun und reißt den um. Hier ist aber auch nichts auf oder so irgendwas. Hier sind alle Verbindungen sind safe. Ja, immer mit der Ruhe. Hört doch mal mit der Schreierei auf. Könnt ihr mir jetzt mal mit irgendeinem wirklich sinnvollen Hinweis sagen, warum der jetzt noch den Zaun angegriffen hat? Ist doch alles okay. Alter. So, back to topic. Wir wollten hier Para. Para so doof wohl. Das haben wir den irgendwo noch. In einer etwas günstigeren Lage, denn noch nicht aus. Nee. Hornet. Naso, Brachio, nee. Para! Da haben wir so. Aber wieso habe ich den eben nicht gesehen? Das wüsste ich dann auch noch gern. Kosmetische Verbesserung. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob der noch andere Pro. Alter, du siehst aber fesch aus, mein lieber Mann. Das hässlichste Zebra, das ich je gesehen habe. Nein, aber ganz im Ernst mal, das sieht schon irgendwie ganz cool aus. Vor allem, der ist ja doch noch mega harmlos. Ja. Liebe Gäste, ich wollte doch nur da raus. Ja, natürlich bist du einsam, war ja klar. Gleich tickst du bestimmt so aus wie die anderen. Nee, Quatsch. Stopp. Ah, wir haben das Geld, wir machen das. So. Dann kriegst du ein anderes Muster. Hier hast du mal Alpin. Ich weiß zwar nicht, ob es in den Alpen den da gab. Ist mir aber auch irgendwie so ein bisschen Wurst gerade. So, aber wo ist der Parasaurolophus? Vor allem, wie sieht denn der überhaupt aus? Also, wenn du ihn gesehen hast, herzlichen Glückwunsch. Ich sehe ihn gerade nicht. Obwohl wir den mit irgendwie 40% haben, angeblich. Ach, da ist er. Ja, klar, der ist noch grau wegen Würstchen. Nein, wegen 44%. Die sind erst ab 50 überhaupt brütbar. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder im Thema. Ja, du bist einsam. Ich weiß, da kommt gleich. Ist am Werden. Dauert noch ein bisschen, aber ist am Werden. So, was haben wir denn hier schon? Was? Fossilien? Ja, immer her damit. Wir können auch. Oh Gott, wo war denn das jetzt hier? Direkt wieder los. Hier ist aber jetzt alles safe, ja? Ihr baut jetzt hier keine Scheiße mehr. Ja, alles safe, okay. Was war das? Paleobotanik. Okay, ist nur ein kleines bisschen mehr als Scheiße, was soll ich tun? Wenn ich mich recht entsinne, gab es hier zumindest keine erweiterten Futtergeschichten. Boden-Paleo-Futter. Ah. Die Paläobotanik dient dazu, den Dinosauriern eine reichhaltige und authentische Ernährung zur Verfügung zu stellen. Dadurch wird ihre Lebensdauer und die Dinosaurierbewertung erhöht. Ja, wunderschön. Erforschen Sie die Pflanzenarten und bauen Sie ein Gewächshaus an. Sobald eine Pflanze ausgewachsen ist, kann sie von einem Ranger-Team beliebig viele Paläostationen gefüllt werden. Okay. Gab
Aber das hier doch, das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Stellen Sie jede Paleofutterstation so ein, dass die Dinosaurier innerhalb des jeweiligen Geheges mit der bestmöglichen Pflanzenkombination versorgt werden. Jede Spezies hat Haupt- und Nebenvorlieben und reagiert auf bestimmte Pflanzen negativ. Das ist ja ein Traum. Ist ja wunderschön, vor allem da hier so viele unterschiedliche Tiere drin sind. Also, ihr habt Palmen. Palmen, verrottenes Holz, Schachtelhalme. Aha. Stachelhalme, verrottenes Holz, Palmen. So kann das weitergehen, so finde ich das okay. Hier. Schachtelhalme, Gräser, Palmen. Palmfahne, ja, okay. Ja, gleich. Ich kann jetzt gerade meine Iguanodon. Wie sieht das mit dir aus? Nadelbäume, verrottenes Holz. Okay, das geht aber. Wenn ich mich an denen hier orientiere, dann müsste das eigentlich funktionieren. Also Palmen, verrottenes Holz, Schachtelhalme. Die Gelegenheit ist da. Ach, geh mir doch nicht auf den Wecker, Schnucki. Also, ich brauche ein Gewächshaus. Na, gucken wir gleich. In Gewächshaus. Können wir das jetzt überhaupt schon so basteln? Nein, natürlich nicht. Ja, mal Gewächshaus, Pflanzenbeet, Upgrade. Ja, nehmen wir auch mit. Dann läuft die Kiste schon mal an. Dann kriegen die auch gleich hier lecker Futter. Haben wir hier sonst noch irgendwas, worum wir uns dringend mal kümmern müssen? Oh, ja. Ach, das ist das Ding. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Naja, das machen wir gleich, das da. So, wir schicken die Expedition direkt wieder weiter. Hier, mach mal hin. Den Maiosaurus sollte man dringend mal rauslassen. Wenn ich jetzt gerade wieder ein bisschen schnell hin und her klickt, seht es mir nach, das ist jetzt nicht, um euch irgendwie kirre zu machen, sondern einfach nur, damit ich möglichst viele Sachen gerade auf einmal gemacht kriege. Das sieht gut aus. Okay, du bist aber auch irgendwie hübsch. Einsam. Was? Das ist ungünstig. Ja, dann versetzen wir das doch mal. Aber hier ist, ja, hier ist noch gefüllt. Ich bin da ganz pragmatisch. So, dann brauchen wir aber noch einen Maiasaurus, denn zwei reichen dem den guten hier ja leider Gottes nicht, aber ja. Machen wir hier einen ohne Färbung hin, zack. Standardmodell ist auch gerade im Angebot. Nehmen wir alles mit. Und dann dürften wir ja jetzt das wo ist es? Da. Das hier Gewächshaus haben. Ist das sinnig, wenn ich das hier setze? Ich befürchte nicht, aber... Also no shit, ich befürchte wirklich nicht, aber mal gucken mal. Sinnvoller wäre tatsächlich hier irgendwo gewesen oder irgendwo, wo das in Füßen ist. Kann ich dich nochmal kurz... Ja. Das ist sehr schade, das ist aber kein großes Ding. Wir setzen dich hier an den Rand. Denn zu dir gibt es ja überhaupt keinen Laufverkehr. Zumindest jetzt nicht, dass ihr das wisst. Hier rum. Jawohl. Also noch ein bisschen von diesem ekelhaften Baumbestand hier mal weg. Oh Gott, hoffentlich glaubt das keiner, was ich hier für einen Blödsinn manchmal erzähle. So. Da haben wir noch ein Umspannwerk.
sieht das hier aus? Also nur gerade, weil ich sowieso hier in dem Eck bin, das ist in Ordnung. Könnten wir sogar ein bisschen runter reduzieren, aber ganz ehrlich, bei 54 Millionen mache ich mir damit jetzt keinen Stress. So, da kommt auch gleich. Wow, ja, und ich sollte auch langsam, sollte langsam wirklich so weit kommen. 30, sinkst du jetzt noch weiter? Hungrig, okay, Bestand sozial. Hm. Werd fertig. Also übrigens, werd fertig. Ja, ist drauf. Was können wir denn hier sonst noch so anrichten? Lass mal gucken. Wir haben den. Jawohl. Gerne her damit wegverkaufen. Platin nehme ich auch sehr gerne mit. Hier noch irgendwas Interessantes? Nein. Hier, nein. Hier, nein. Da haben wir auch nichts mehr Spannendes. Da haben wir das Ausbrütungstempo. Ja, das nehmen wir jetzt gerne mit. Den Ausfallschutz nehmen wir auch mal mit. Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Da haben wir noch jede Menge. Dinosaurier kann freigelassen werden. Hier war nichts mehr. Nee, alles klar. Gut, komm mal raus. Du siehst doch 1:1 aus wie dein Savannenkollege. Er hätte mehr Leute wie sie brauchen können, als er seine prähistorische Reise begann. Schnelle Lerner, okay, engagiertes Personal. Einige wurden sicher nicht aufgefressen. Ich stehe auf dem seine gut gemeinten und immer so positiven, lebensbejahenden Ratschläge und Hinweise. Da stehe ich drauf. Da ist mein ganzer Tag gerettet. So, warte mal hier. Was war das jetzt? Wir hatten auf jeden Fall verrottendes Holz. Das weiß ich. Was war das andere? Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr. 50 Shades of Demenz kicken wieder. Quatsch hier. Palm, verrottenes Holzschachtelhalm. Okay. Also einmal Palmo. Wir wollen ein Gleichgewicht herstellen. Eine Rückkehr zur Flora und Fauna der Vorzeit. Konzentrieren Sie sich darauf, dass die Dinosaurier Zugang zu unseren neuen Pflanzen haben. Sie werden darauf ansprechen. Ich habe zwar jetzt kein Wort mitgehört, weil ich hier noch am Klicken war, aber es ist okay, ich mache das alles. Das ist gar kein Ding. Kriegen wir alles in den Griff. So, dann können wir jetzt, glaube ich, auch den Para mal ausbrüten. Also, lass mal kurz gucken. Ihr solltet aber jetzt eigentlich happy sein, oder? Ihr seid immer noch einsam. Ihr wollt mich doch... Ihr wollt mich doch echt verarschen. Ganz ehrlich, wie viele Dinos soll ich denn hier rauslassen? Vor allem... Wenn Sie diese Mission... Nein. Vor allem hier ist überhaupt kein Futterding für die drin. Das hält man mal jetzt erst auf. Oh je. Ich habe es gerade gehört. Wo knallt es da, ne? Warte, Wassersuche? Du hast doch Wasser. Ja, du stehst auch direkt dabei. Pflanze fertig angebaut. Ja, wunderschön. Guck mal. Stegos haben wir nicht. Hadrosaurier. Sauropoden. Sauropoden. Egal.
Gut, dann würde ich sagen, wir holen jetzt den Ranga hier mal und. Muss ich das jetzt... Nee, kann ich gar nicht selber aufsammeln. Aber ich kann hier bestimmt... Nein, kann ich auch nicht. Was? Warum? Hä? Ich bin ein bisschen irritiert gerade. Pflanze ersetzen? Nee. Es hieß doch, ich kann das mit dem Ranger-Team machen. Hallo? Wo ist das Problem? Benötigt Einrichtung? Die Einrichtung ist doch da. What? Bereit für Paleo-Futterstation. Willst du mich jetzt veräppeln? What? Okay, anders. Was passiert denn, wenn ich euch da hinfahre? Ja. Wenn ich jetzt nur wüsste, in was für einer Richtung das liegt. Das war genau die verkehrte. Lassen Sie mich, Arzt, ich bin durch. Herzlich willkommen bei Grand Theft Dino Park. Warum kann ich euch nicht aufnehmen? Was mache ich jetzt gerade falsch? Benötigt Einrichtung. Was für eine Einrichtung? Sie haben keine Pflanzen ausgewählt, wählen Sie Pflanzen... Ja, ach. Ja, okay. Ja. Ich verstehe. Ja, ist ja gut. Hört doch mal auf mit der Lacherei. Mein Gott, ein alter Mann kann sich da auch schon mal verhauen. Ist ja gut. Ich gelobe ja auch besser. Ja, ist ja in Ordnung. Er tut mir ja auch leid. Da haben wir noch eine. Seid ihr jetzt entspannt? Überhaupt nicht. Diese neuen Pflanzen scheinen lecker und nahrhaft zu sein. Sofern man den Dinosauriern vertrauen kann. Kann man den Dinosauriern vertrauen? Ja? Ich vertraue denen mehr wie manchen Menschen, Cabot. Ich vertraue denen mehr als manchen Menschen. Okay, da haben wir alles versorgt. Ich gucke ab und zu nur mal. Wenn ich hier so gerade bei den Kraftwerken bin, gucke ich einfach nur, ob da alles okay ist. Was haben wir hier? What? Ach so, da haben wir eine nächste Stufe. Dann können wir auch hier weitermachen. Ne? Variante 19. Ja, komm, warum denn nicht? Wir nehmen hier gerade mal alles mit, was wir kriegen können. Und ich würde sagen, wenn wir dann den anderen, den Parasaurophilus hier endlich mal ausgebrütet haben, dann haben wir eigentlich auch schon unser Tagwerk für dieses Mal wieder hingekriegt. Da haben wir ja auch schon. Savanne war das. Savanne. Kann ich... Nein, kann ich nicht. Schade. Habe ich noch Gene? Boah, da hat Gene. Boah, da hat... Nein, hat keine Gene. Schade. Ach Gott, jetzt kann ich da auch keinen mehr hinschicken. Tolle Wurst.
Das ist jetzt gelinde gesagt ungünstig. Na, geht mal dahin. Was? Warum? Ich habe gerade von. Oh, geh doch mal weg. Fällt mir. Also ja, die haben wir sowieso voll. Ja. Nee, das ist schon richtig, wenn ich die wegklicke. Ganz ehrlich, die ist mir gerade Schnuppe. So, wer kloppt hier wieder an Zäunen rum? Du bestimmt. Ach du Scheiße. Was ist denn mit dir falsch? Ich glaube, ich leg dich mal lieber gerade ein bisschen schlafen. Du bist mir ein bisschen zu angespannt. Hörst du jetzt mal auf mit der Scheiße? So, jetzt musst du halt eben schlafen gehen. Das hast du jetzt davon. Was ich jetzt machen will, ist, damit man nicht in so eine ähnliche Situation geraten, wie da die hier so, oh Gott, da die hier gerade so massiv an guter Laune verlieren. Weil bei dem hier ist ja alles cool, aber das hier ist halt eben ein Herdentier. Ja, wunderschön. Und damit das nicht bei dem anderen da auch passiert, will ich den wenigstens von den Genen her so weit hochkriegen, da die ein Einzelgänger-Gen draufschmeißen kann. Verstehst du, wie ich mein? Dann haben wir das nämlich schon mal aus der Welt geschafft. Jawohl, jetzt ist der Bestand noch hoch genug. Deswegen hoffe ich einfach mal, die Expedition bringt mir gleich ein paar passende Gene mit. Wenn nicht, wird das hier noch eine etwas längere Aktion, befürchte ich. Aber, boah, da gucken wir einfach mal. Ich höre einen Hubschrauber von irgendwo ranbrummen. So, da. Natürlich nicht. Also ja, schon sind halt schon Gene, aber halt eben die falschen. Para. Dann noch nicht was. Ankelo, ne, Nodo, nein. Lodokus, nein. Nein. Ankylosaurus. Para. So, wer ist jetzt hier krank? Wenn ja, warum? Hallo? Aufgabe erhalten. Was hast du denn überhaupt? Kolibakterien. Iba. Ihr seid aber jetzt hier tiefenentspannt, oder? Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass hier die Paläobotanik explodiert bei denen, aber irgendwie ja nicht so wirklich. Vielleicht haben die da doch einfach noch nicht so richtig auf die Kante gekriegt, dass da tatsächlich leckeres Futter steht. Ich weiß es ja nicht. Aber ich kann auch nicht für alles herhalten. Die werden das schon irgendwann mitkriegen, hoffe ich. Wie sieht das hier aus? Was machen die Futterdinger? Ja, da kann man nachfüllen. Sonst nur irgendwo was im Argen. Da haben wir noch einen. Ist wieder beim T-Rex. Der reißt mir jetzt wieder das Auto ab. Ja, aber sonst sieht das alles ganz okay aus. Lass uns jetzt mal noch kurz in die Vita gucken. Wie sieht das hier aus? Strom ist sowieso alles versorgt. Hier könnten auch ein Sturmabwehr hin. Wenn ich wüsste, ob man die hier braucht, wäre das noch besser. Mit Bunkern ist hier bis auf hier hinten alles soweit ganz gut versorgt. Braucht man hier in dem Bereich aber ehrlich gesagt auch so nicht. Dinosaurier-Sichtbarkeit ist auch überall gegeben erstmal. Gehege. Alter, um Himmels Willen.
Ja, hier ist gar keine Beobachtungsplattform, gell? Was hatte ich mir denn dabei gedacht? Das ist ja irgendwie nicht so wirklich zielführend, dass da, wenn man, denke ich, die Tür hier hinsetzen und hier eine Beobachtungsgalerie oder so. Mal gucken, ob das geht. So, von den Kohlen her sieht das alles ganz okay aus. Es ist nicht super, aber es funktioniert. Nahrungsbewertung 81. Tränkebewertung 80. Okay, einkaufen. Ja, hier ist halt wieder so. Okay, ne, da haben wir doch ein bisschen Defizit, haben wir schon. Klo ist aber okay, oder? Ne, hier hinten. Ja, natürlich beim Hotel wieder. Alter. Ihr und eure Klos beim Hotel, was stimmt denn nicht mit den Leuten? Das wird falscher. Na. Hä? Hallo? Ach komm. Ach, ganz ehrlich, da bin ich aber jetzt mal vollkommen schmerzbefreit. Wer ist denn da jetzt? Hier hinten wieder? Hm, super. Komm, hier, mach du das mal. Bestätigt. Nee, stopp. Stopp. Nix betäuben, das sollst du nicht. Verstanden. Aufgabe erhalten. Lege weitere Aufgabe fest. Halten wir uns nicht. Nein. Jetzt keinen Nerv zu. Ach du Scheiße. Mayday, wir brauchen mehr Schüsseln. Okay, das ist aber okay. Dann lass jetzt mal kurz nach dem Essen gucken. Da ist alles in Ordnung. Da. Ganz ehrlich, da ist ein Meckes und. War nicht auch das Restaurant hier irgendwo? Ne, irgendwie nicht. Aber da ist ein Meckes, ganz ehrlich. Das sehe ich nicht. Hier gibt es auch Futterbedarf. Ja, könnte man hier vielleicht noch. Oder hier vielleicht. Ich weiß nicht, ob das passt. Vielleicht können wir da ein bisschen intervenieren. Hm, mal gleich mal gucken. Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Wo habe ich dich? Da. Ne, überhaupt nicht. Da auch nicht. Da auf gar keinen Fall. Ja, die ist jetzt wieder so blöd verwinkelt hier. Ja, das sieht kacke aus. Ich kann das aber gerade nicht ändern. Ich bin da auch kein Fan von. Ich wüsste aber nicht, wie ich es gerade sinnvoller lösen kann. Was ist hier jetzt los? Bitte was? Wieso bist du nicht mehr mit Strom versorgt? Bitte was? Du was? Das hat doch bisher die ganze Zeit funktioniert. Wieso geht der doch jetzt nicht mehr? Oder sind wir tatsächlich jetzt langsam am Ende angekommen von dem, was die Kraftwerke bringen können? Das wäre aber sehr, sehr bitter. Null. Ja, hurra!
Verbesserte Leistung haben wir da nicht. Nein, haben wir nicht. Schade. Verbesserte Leistung 2. Ja, ich sehe schon. Wir werden wohl neu bauen müssen, wa? Ja. Das ist sehr ungünstig jetzt. Aber das werden wir auch hinkriegen. Möchte ich hier irgendwo dazwischen mogeln vielleicht noch. Mogeln fällt mir direkt wieder dieser saudumme Anti-Witz ein. Wobei ich ja sagen muss, ich liebe diese nicht lustigen Dinger ja wie die Hölle. Von wegen, wer lebt im Dschungel und schummelt beim Spielen? Mowgli. So, jetzt ist wahrscheinlich auch der letzte Abonnent vom Channel verschwunden, aber ich liebe die Dinger einfach. Es tut mir ja leid, aber ich kann da doch auch nichts für. Ich habe da sonst schon nichts zu lachen. Lass dem alten Mann doch wenigstens ein bisschen Spaß. Das sieht erstaunlicherweise gar nicht so scheiße aus, wie ich jetzt glauben würde normalerweise. So, da dürfte ja dann gleich die Action wieder abgehen. Haben wir sonst noch irgendwas gerade? Achso, ja. Natürlich. Weil das Ding jetzt gerade was für ein Gebäude. Oh, holy shit. Energieprobleme führen zu schlimmen Dingen. Das ach, halt doch die Schnauze. Also, wie wär's, wenn sie einfach ihre Gebäude mit dem nötigen Strom versorgen würden? Halt dein Maul! Oh Gott. Weg! Weg, ich bin in gemeiner Mission. Oi, 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 oi. Das war das Verkehrte. Hier durch. Ups. Das ist Betonlampe, die hält ein bisschen was aus. Du auch? Jawohl. Und du auch. Dank. So, jetzt können wir die hier wenigstens auch mitnehmen. Da haben wir noch ein paar, schön. Wir brauchen aber mit Sicherheit noch einen. Ich könnte drauf wetten. Jetzt können wir da keinen mehr hinschicken, das darf doch nicht wahr sein. Gibt es sonst noch... Da ist... Da, Moment, stopp, da ist doch ein paar. Ja, mitnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen... Ja, vollständig ist genug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier schon ausreicht für die Modifikation. Nee. Nee, leider nicht. Ich bin noch nicht sicher, ob das hier die schon ist, wenn nicht sogar hier irgendwo eine von den beiden. Schade. Warte mal, wie groß muss denn die Herde sein bei dir? Das konnten wir doch auch irgendwo sehen, oder wie war das? Okay.
Okay, vielleicht doch nicht. Lebensfähigkeit, ne, kann man irgendwie nicht. Ich war jetzt eigentlich der festen Überzeugung. Ich sehe das irgendwo. Ah, hier. 4 bis 14 Tiere, ihr seid ja bescheuert. Nee. Das machen wir nicht. Nee, also ganz im Ernst. Dann warten wir tatsächlich lieber noch die eine Folge, bis wir da mehr Genome von gesammelt haben und dann... Ich glaube, sie werden diesen Auftrag annehmen. Oder ihn sich zumindest ansehen. Wo liegt denn Cloverly, um Himmels Willen? Ja, nehmen wir mal mit. Da warten wir tatsächlich lieber, bis wir da die entsprechenden Genome zusammen haben, dass wir den als Einzeltier da halten können. Also, das ist dann doch ein bisschen sehr wild für das Gehege da. Quatsch. Wo liegt denn Cloverly, um Himmels Willen? Das ist sehr schön und sehr unnötig, dass ich den jetzt krieg. Genau wie das da. Wo liegt Cloverly? Cloverly. Horseshoe Canyon? Ne. Saurier Park? Frenchman? Ne. Hell Creek? Egg Mountain? Ne. Cloverly! Dann noch nicht. Was? Ja, komm. Da ist übrigens das Restaurant, was ich eben gesucht habe. Und da sind, glaube ich, zu viele Angestellte. Ich glaube, das reicht vollkommen. Ich dachte gerade schon, nee, aber die Musik kommt tatsächlich von da. Aber da ich nicht weiß, ob das wieder irgendwas Geschütztes ist, bevor das dann Knatsch gibt, dann gehen wir lieber von dem Gebäude wieder weg. Ich meine, ich habe ja schon hier wenigstens die Musik unterlegt und das hat auch schon die ein oder anderen Tücken mit sich gebracht. Da muss man nicht noch hier jetzt im schlimmsten Fall von Universal eins auf die 12 kriegen. Wenn die mich anzählen, das finde ich sehr ungeil. So, dann können wir hier auch direkt mal die verbesserte Leistung draufwerfen. Und den Ausfallschutz. Und nochmal die verbesserte Leistung. Gut, gefällt mir. Ach du Scheiße. Ach, du ahnst es nicht. Hier wird aber auch geschissen quasi im... quasi am laufenden Band. Wow. Wow. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber ich freue mich drüber. Was ist denn hier los? So, 4, 5, 6, 7. Alter! Ich sag das mal so frei heraus. Ja, komm. Wir beide sind ein bärenstarkes Team. Perfekt, so was brauche ich. Und du bist kein Bär. Du bist nicht mal ein Bärchen. Wenn, dann bin ich ein Bär, aber du garantiert nicht. Ja, wir machen das jetzt hier mal ein bisschen im Eilverfahren. Para, dich nehme ich mit. Edmontosaurus, ne. Torosaurus, ne. Ne. Ne, habe ich jetzt auch nicht so richtig den Turn hin. Was hier? Deinonychus. Nodosaurus, wo doch immer Nodosaurus ist. Ach komm, wir holen ihn einfach mal mit. Wir haben die Kohle, wir können uns so Sperenzien jetzt wieder erlauben.
Ansonsten ist hier aber eigentlich alles relativ entspannt. Du bist gerade noch mit... Ja, doch, der Para ist jetzt durch. Gucken wir mal gerade, wie viel sich da ausgewirkt hat. Ich wusste das auch irgendwann mal, aber... Das ist schon lange, lange her. 83. Reicht das? Stress. Nee. Oder doch? Moment. Stresshammer, schnell. Nee. Schande. Dann ist es doch hier der Punkt. Mist. Ach, verdammt. Ja gut, dann müssen wir halt noch einen Moment warten. Aber ich würde mal behaupten, dass hier... Boah, erschreckt mich dann jetzt so. Das hier ist für den Anfang oder beziehungsweise für die Folge auch soweit ganz gut. Was wir hier gerissen haben. Ich lasse jetzt noch die nächsten Forschungen durchlaufen. Jawohl. Und dann würde ich sagen, den Rest, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Dann dürften wir den Parasodophilus da voll haben. Können den da hinten als möglichst als Einzelgänger vielleicht maximum mit zwei Tieren noch entlassen. Und dann schauen wir mal weiter, was der Lambert, ich weiß, der Name ist im Moment ja mit so ein bisschen, sagen wir mal, Problemen behaftet. Der ein oder andere wird hier vielleicht so mal was in den Nachrichten mitgekriegt haben. Spielt aber jetzt für das Spiel im Grunde keine Rolle. Jedenfalls werden wir uns mit dem noch amüsieren und... Bin ich schon fertig? Du bist ein Nodosaurus, okay. Schicke ich euch nochmal kurz weg. Und dann hoffe ich, dass heute hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge von Jurassic World Evolution 1 wieder mit dabei oder bei einem anderen Projekt auf dem Channel. Alter! Hier wird aber auch, mein lieber Mann, da wird aber rausgedrückt. Wenn ich könnte, würde ich diesen Auftrag selbst erfüllen. So gut ja, ist er. Ja. War das zu überschwänglich? Immer. Sie entscheiden. Egal. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge von Jurassic World Evolution 1 wieder mit dabei oder beim anderen Projekt auf dem Channel. Dann wünsche ich euch noch eine nicht so heiße Woche. Ich hoffe ganz extrem, dass diese gefühlt 50 Grad hier mal aufhören. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao, ciao.